Genau das, was du sagst, meine ich auch nur, es klingt manchmal sehr zynisch zu sagen, ich bin dankbar für Corona, weil es gibt Menschen, die haben Menschen verloren, es gibt Menschen, die sind auch gestorben natürlich in dieser Zeit. Also das heißt, da bin ich ein bisschen achtsamer, aber ich weiß, was du meinst, denn da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein Brennglas, das vorher schon über Jahrzehnte in der narzisstischen Gesellschaft Ausbeutung, auch psychische Gewalt, auch natürlich Missbrauch und vor allem, so meine ich, das Schulsystem. Also es zeigt sich ja gerade im Schulsystem, wie stark es im Argen lag. Und ich muss aber eines dazu sagen, ich habe gehofft schon 2020, 2021, ich habe ja das auch mit dem Bildungsexperten Andreas Salcher besprochen, so, das ist sozusagen in meinen Begriffen so ein Tsunami gewesen, der gesagt hat, okay, das ist ein gesellschaftlicher Tsunami, der uns auch die Chance gibt, wenn etwas niedergeht, dass wir es wieder aufbauen. Aber es muss nicht immer zu einem Tsunami kommen. Es kann schon, wenn man achtsam ist, auch vorher schon ersichtlich sein. Und ich habe das Gefühl, dass die, und das muss ich sehr wohl sagen, die verantwortlichen Politiker hier wieder nicht nur der Elefant im Porzellanladen, alles, das von wirklich vom Psychiater und natürlich auch von Fachleuten schon zwei, und das möchte ich auch zitieren, was mir so wichtig ist, auch die aufzuarbeiten. Das ist so mein Ansatz. Ich bin ganz bei dir und wir arbeiten ja auch zumindest ehrenamtlich und geistig zusammen, weil ich auch dieses Projekt unterstütze und so wertvoll sehe. Und gleichzeitig sehe ich mich aber als Traumatherapeutin verpflichtet, auch aufzuarbeiten. Wir dürfen nicht verleugnen, verdrängen, denn ich habe gehofft damals, es wird schon 2020 eine Veränderung kommen, dass wir Kinder schützen. Aber im Gegenteil, es ist etwas passiert, dass wirklich also Kinder schwerst, ja, ich sage mal ganz offen, gequält worden sind. Und das sind Worte, die auch von einem Politiker in den Mund genommen worden sind. Und das möchte ich auch zitieren. Stadtrat Hacker hat gesagt, ich finde es unerträglich, was wir unseren Kindern antun, während des gesamten Unterrichts Schutzmasken zu tragen oder tragen zu müssen, sei für die Kinder eine Quälerei. Das war 2020 im Dezember. Ja, du schaust sehr unglaubwürdig, ja, das steht im Standard, verlinke ich sehr gerne. Und ich habe mir auch gedacht, ehrliche und wunderbare, empathische Worte. Es hat sich natürlich alles ganz anders gedreht. Wir sind schon im Jänner, also beziehungsweise Februar 2023 und Kinder tragen noch immer Masken. Und ich möchte dieses Bild jetzt auch zeigen. Ich verlinke ich auch dazu ein Video, habe ich gemacht, weil es mich so gerührt hat, wo ich in eine Straßenbahn eingestiegen bin im Jänner 23 und ich sah eine Schulklasse von circa 15 Jugendlichen, also Kindern. Und ich, wie gesagt, ich will nicht da jetzt zu sehr ausholen, aber ich verlinke das auch sehr gerne. Und dann alles sind lethargisch da gesessen. Also wirklich mit der Maske in der Straßenbahn, keiner hat mit dem anderen geredet. Es war Stille und so wirklich eine, ich sage mal, eine psychische Lethargie. Das ist meine Interpretation. Natürlich kann das auch eine Ermüdung sein, weil sie vielleicht vor einem Sportplatz waren, ich weiß es nicht. Und dann standen zwei Jungs vor mir. Kapuze auf, Maske, nur die Augen gesehen. Und ich sage zu dem einen, wie alt bist du denn? Und der 6 und der andere 7. Und die waren die einzigen beiden Aufgeweckten. Und die Kinder haben nur ein bisschen einfach kindlich, weder laut noch geschrien, etwas gesagt und haben gelacht. Und die Lehrerin oder die Betreuerin, ich weiß nicht, ob sie Lehrerin war, aber ich vermute, geht dann hin und sagt, pst, sei leise, sei leise. Und ich konnte nicht mehr gern. Ich hab so in mir gespürt, die Kinder sind schon lethargisch mit der Maske, ja. Und dann lächelt ein Kind und man sieht ihm ja nicht einmal das Lächeln, weil das ja eh schon verstummt ist, ja. Und dann sagt die Lehrerin oder die Begleitperson, pst, und ich sage dann, bitte, warum lassen Sie nicht die Kinder lachen? Und sie sagt, das stört andere. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch. Ich war ruhig, sie war auch sehr nett. Und ich habe gesagt, wissen Sie, dass Sie die Kinder traumatisieren? Weil es fehlt der Ausdruck, die Beziehung, alles das, was über die Maske unterbunden wird. Und der Lebensaustausch zwischen Nehmen und Geben, eben der Lebensfluss, der Atem wird zurückgehalten, so wie die Beziehung unterbunden wird. Und sie sagt darauf, ja, ich weiß, dass das schlimm ist. Ich habe gesagt, warum tun Sie es dann? Und sie sagt, weil es verordnet ist. Und ich habe gesagt, im Wissen, wie auch der Stadtrat sagt, dass es eine Quälerei ist, ist aber genau diese Partei auch zuständig, in Wien in Öffis eben die Maskenpflicht zu haben. Und das hat mich so sehr berührt, weil ich gebe dir recht, die Krise ist Chance dort, wo die Menschen die Freiheit haben. Aber Gandhi hat gesagt, wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Und die Kinder, die haben die Freiheit nicht, außer dass die Eltern sie schützen. Und ich meine, und das möchte ich vielleicht hier einbringen,
wenn jeder und jeder Einzelne nicht wegschaut, nicht sagt, Kindermissbrauch, Pornografie, da haben so viele weggeschaut. Oder jetzt wieder der Missbrauch mit dem dreijährigen Schulschikus. Da müssen doch so viele im Umfeld sein, die das hätten merken müssen. Oder, ja? Das heißt, jeder Einzelne ist gefragt, achtsam zu sein, um eben hier Kinder zu schützen. Und das ist etwas, wo ich sage, es braucht die Liebe, auch Grenzen. Dass wir sagen, wir müssen Stopp gegen Gewalt sagen. Und ich meine, Liebe heißt auch, Grenzen zu setzen. Liebe heißt auch, Stopp zu sagen. Das ist meine Grenze oder das ist auch der Schutzraum der Kinder. Und den darf niemand überschreiten. Und ich glaube einfach, da sind wir als Gesellschaft gefordert, genau jeder so gut wie er oder sie kann, in diese Achtsamkeit zu kommen. Und da gebe ich dir recht, es ist ein Brennglas, Gernot, und das sagen auch viele, von all dem, was schon vorher über Jahrzehnte im Argen lag. Aber ich habe die Befürchtung, dass sich da, wie sich das in 3 Jahren zeigt, nichts verändern wird. Außer wir stehen auf. Als Eltern, als Gesellschaft, als Vater, als Mutter, als Freund oder Freundin. Was soll ich darauf noch sagen? Das ist, glaube ich, du hast jetzt genau in das Schwarze getroffen. Und das ist ein wunderschöner Appell, den ich nur zu 100%, zu 1000% unterstreichen kann.